herzlich willkommen. Ich bin Melanie Vogel, Unternehmerin und Wirtschaftsphilosophin, und im heutigen Video möchte ich auf die Philosophie des Versprechens eingehen. Und Versprechen kennen wir alle und versprechen auch das ein oder andere, manche das Blaue vom Himmel. Aber wir wollen uns heute mal angucken, was versteht eigentlich die Philosophie hinter dem Versprechen und was hat es damit auf sich. Schauen wir zunächst in den Begriff. Das Versprechen kennen wir alle, und hier mit dem Versprechen ist nicht das Versprechen eines Wortes gemeint. Ich habe die erste Aufnahme, da ist mir dann das Wort Verbrechen rausgerutscht statt Versprechen. Also auch das ist eine Form von Versprechen, aber die meine ich hier nicht, sondern hier geht es um eine einseitige Zusage, um eine zukünftige Handlung zu versprechen und zu initiieren. Also wir reden hier über einen Sprechakt, der an eine oder mehrere Menschen gerichtet ist und womit immer eine Absichtserklärung verbunden ist. Das heißt also, mit einem Versprechen möchte ich etwas erreichen. Ich möchte eine gewisse Verbindlichkeit erwirken, ohne dass diese Verbindlichkeit rechtliche Konsequenzen für mich hat. Also mit anderen Worten, es gibt kein explizites Gesetz, das mich verantwortlich machen kann dafür, dass ich mein Versprechen nicht eingehalten habe, sondern es ist aus dem Versprechen selber ergibt sich zunächst wirklich keine konkrete Verpflichtung, etwas tun zu müssen. Aber jetzt wissen wir alle, dass dem nicht so ist, denn jeder von euch, der schon mal ein Versprechen gegeben hat, wird wissen, dann mit dem Versprechen passiert mit uns selber etwas und mit den anderen auch. Es werden Erwartungen geweckt bei dem Gegenüber und bei uns selber entsteht ein moralischer Druck, das Versprechen auch einzuhalten. Das heißt also, wir reden hier philosophisch über ein moralisches Prinzip. Und dieses moralische Prinzip wirkt tatsächlich in jeder Kultur und auch schon seit Jahrhunderten. Also das Versprechen ist ein wirklicher Akt zwischen Menschen innerhalb einer Gesellschaft, um bestimmte Dinge zu erwirken. Strengere Formen vom Versprechen kennen wir aus der Religion oder aus dem kirchlichen Kontext und tatsächlich auch aus der Politik. Da oder auch aus dem Militär. Da sprechen wir dann von Gelöbnis oder Gelübde, also ewig oder zeitlich begrenzt, und ein Eid, den wir aussprechen. Das ist nochmal eine sehr viel stärkere Bindung. Da ist, sag ich mal, das moralische Konstrukt auch noch sehr viel intensiver. Ein Versprechen ist an der Stelle etwas lockerer und auch nicht ganz so streng. Nichtsdestotrotz steht hinter dem Versprechen eine Absichtserklärung. Und in der Philosophie ist die Absichtserklärung gleichbedeutend mit der sogenannten Philosophie des Handelns. Hier sagen wir ganz klar, ich will und ich mache. Also ohne Wenn und Aber, da gibt es nichts zu diskutieren. Versprochen ist versprochen und ein Versprechen, das hält man ein. Auf juristischer Ebene nennt man das dann den Letter of Intent. Das ist keine Willenserklärung. Also eine Willenserklärung ist ja wirklich ein juristischer Akt. Das ist der Letter of Intent nicht, sondern das ist einfach die Absichtserklärung. Und letztendlich gleichbedeutend mit der Philosophie des Handelns. Auch hier signalisiert man, ich will, aber auch hier gibt es ähnlich wie im Alltagskontext eben keine rechtliche Bindung. Sondern ein Versprechen ist vielmehr etwas, was wir absichtlich herbeiführen, also ein blindes Versprechen oder eins, was wir in betrunkenem Zustand geben, das sollte man tunlichst vermeiden, sondern im Regelfall kann jemand, der ein Versprechen bekommt, davon ausgehen, dass das Versprechen ernst gemeint ist, dass es auch absichtlich ausgesprochen wurde und mit dieser absichtlichen Aussprache eines Versprechens ist dann eben auch eine Situationsveränderung gemeint. Also das bedeutet, ich verspreche etwas, wenn ich einen Status quo verändern will. Innerhalb einer Beziehung oder innerhalb eines unternehmerischen Kontextes oder innerhalb der Gesellschaft oder innerhalb der Politik, völlig egal. In dem Moment, wo wir etwas versprechen, haben wir einen Handlungsgrund und ein Handlungsziel. Und deswegen kann man die Absichtserklärung auch so ein bisschen formelmäßig verstehen. Wir sprechen mit dem Versprechen eine Vorhersage aus. Das heißt also, wir sagen, wir werden etwas tun. Ich verspreche dir, das, ich das und zukünftig mache oder eben nicht mehr mache. Und mit diesem Versprechen
zumindest sollte man davon ausgehen, ist immer eine Bewusstheit verbunden. Also derjenige, der das Versprechen ausspricht, weiß, warum er das Versprechen gibt. Das heißt, die Vorhersage und die Bewusstheit, das ist letztendlich eine beabsichtigte Handlung. Das ist, und das darf man an der Stelle unterstellen, ein zielgerichteter Denkprozess. Weil am Ende nämlich ein Ziel damit verbunden ist, man möchte ein bestimmtes Ergebnis und eine Wirkung erzielen. Das ist die Absichtserklärung und diese Absichtserklärung, die ist immer in einem Versprechen mit enthalten. Zusätzlich gibt es 4 ergänzende Bedingungen, die unbewusst und subtil in einem Versprechen ebenfalls mit kommuniziert werden. Darüber machen wir uns nur meistens keine Gedanken, wenn wir ein Versprechen geben oder ein Versprechen bekommen. Philosophisch ist ein Versprechen ein zukunftsbezogener Sprechakt. Das heißt also, wir schaffen eine verbindliche Beziehung zwischen Gegenwart und Zukunft. Wir wollen jetzt einen Status quo verändern, der ist aktuell noch so, wie er ist, aber wir versprechen, dass sich das in Zukunft ändert. Oder wir versprechen, dass wir uns in Zukunft ändern, indem wir bestimmte Dinge entweder tun oder auch nicht mehr tun. Und diese 4 ergänzenden Bedingungen bedeuten erstens, ich kann mein Versprechen nicht outsourcen. Also ich kann nicht irgendwann hingehen und sagen, ja, ich habe dir das zwar versprochen, aber ich möchte jetzt, dass Max Mustermann mein Versprechen einlöst. Das funktioniert nicht, sondern ich als Melanie Vogel stehe mit meinem Namen und mit meinem Wort sozusagen in der Pflicht. Das heißt, ich muss mich darum kümmern, dass wenn ich etwas verspreche, dass dieses Versprechen auch eingehalten wird. Als zweites muss ich davon ausgehen, dass wenn ich ein Versprechen bekomme, dass der andere dann mit dem Versprechen auch das Ziel hat, mir etwas Sinnvolles anzutun. Also das Versprechen ist nicht sinnlos, sondern es ist immer eine gewisse Wirkung damit verbunden. Und diese Wirkung soll möglichst beiden Menschen, die an dem Versprechen beteiligt sind, zugutekommen. Und damit hängt drittens natürlich auch zusammen, dass die Glaubwürdigkeit gegeben ist. Das heißt also, wer ein Versprechen gibt, dem muss man dieses Versprechen auch abnehmen. Und das werdet ihr vielleicht in Beziehungsfragen schon mal erlebt haben oder da auch schon Erfahrungen gemacht haben. Manche Versprechen sind sogenannte leere Versprechen. Da wissen wir in dem Moment schon, wo sie ausgesprochen werden, dass sie keinen Wert haben, weil der Mensch, der dieses Versprechen gibt, einfach nicht mehr glaubwürdig ist. Oder weil er so viele Versprechen gebrochen hat, dass man ihm das Versprechen nicht mehr abnimmt. Und auch dann hat er seine Glaubwürdigkeit verspielt. Das heißt also, wenn die Glaubwürdigkeit des Menschen fehlt, der ein Versprechen gibt, dann kann man im Prinzip dieses Versprechen auch gar nicht mehr annehmen. Und damit hängt der vierte Punkt zusammen. Jemand, der etwas verspricht, der geht einen Verpflichtungscharakter ein. Ansonsten, wenn dieser Verpflichtungscharakter nicht da ist, sinkt die Glaubwürdigkeit und damit ist eben auch dann das Versprechen nichts mehr wert. Das heißt also, jemand, der etwas verspricht, sollte schon die wirkliche Absicht haben, diesem Versprechen nachzukommen. Und das ist dann damit auch der sogenannte, das Markenzeichen sozusagen des Versprechens, dieser Verpflichtungscharakter. Und Nietzsche hat das mal so ausgedrückt, er hat das Versprechen genannt, die lange Kette des Willens. Und das finde ich ist irgendwie gut ausgedrückt und das ist auch gut erkannt, weil er sagte, oder er hat es so formuliert, hat gesagt, also mit unserem Versprechen entwerfen wir uns quasi selbst in die Zukunft. Das ist so typisch philosophisch ausgedrückt, heißt aber nichts anderes, als dass in dem Moment, wo wir etwas versprechen, geben wir einem anderen quasi die Gewissheit durch das Versprechen, dass wir wirklich die Absicht haben, etwas zu verändern. Und dafür stehen wir ein, dafür steht die Philosophie des Handelns, ich will. Wenn ich nicht wollte, müsste ich es nicht versprechen. Aber durch das Versprechen sorge ich sozusagen für eine Verbindlichkeit, der ich mich unterwerfe und auf die sich mein Gegenüber verlassen kann. Und dadurch verändere ich mich, dadurch verändert sich die Beziehung, dadurch verändert sich der andere Mensch oder vielleicht auch eine gesamte Organisation. Wir entscheiden dann sozusagen quasi heute, wer wir zukünftig sein werden. Nämlich nicht mehr ein Mensch, der, sein Zimmer nicht aufräumt. Also ein Kind oder ein Jugendlicher, der sagt, ich verspreche dir, ich räume ab jetzt regelmäßig mein Zimmer auf. Das heißt also, dieser Mensch verspricht,
zukünftig ordentlicher zu sein. Das steckt hinter dem Versprechen. Und das kann er, ja, könnte er vielleicht outsourcen, aber dann wäre es nicht mehr sein Versprechen. Ne? Dann müsste er sagen, ich verspreche, dass ich mich zukünftig darum kümmere, dass mein Zimmer aufgeräumt ist. Dann könnte er das Aufräumen outsourcen, aber das Versprechen selber, dafür steht er immer noch ein. Die Verantwortung kann er nicht abgeben. Das heißt also, Versprechen ist etwas sehr Verbindliches. Und so unterscheiden wir dann an der Stelle auch nochmal zwischen Versprechung und der Wirkung. Also wir wollen ja als Versprechen eine Absichtserklärung, wir wollen etwas verändern, wir wollen einen Status quo verwandeln. Wir wollen uns selbst verändern oder eine Situation. Das heißt also, wir versprechen etwas zu tun, wir beabsichtigen etwas. Das heißt, das Versprechen und die Absicht ist persönlich geäußert. Dafür stehe ich mit meinem Namen beispielsweise. Das heißt, die Absicht, die mit diesem Versprechen verbunden ist, die kann zurückgeführt werden auf eine Person oder eine Personengruppe. Das Ergebnis allerdings, das wird dann unpersönlich, weil der einzelne Mensch kann zwar ein Versprechen abgeben, aber ob dieses Versprechen dann so umgesetzt wird und ob mein Gegenüber mir das Versprechen so auch abnimmt und mich vielleicht auch unterstützt und meinen Weg dahin, den Prozess vielleicht auch honoriert, das kann ich nicht vorhersagen. Das heißt, die Wirkung, die mein Versprechen erzeugt, die ist unpersönlich, weil da geht es dann um andere, nämlich die, auf die das Versprechen einwirken soll. Und hier reden wir dann über Erfahrungen, hier reden wir über Vorurteile, über Überzeugungen. Also wenn ich beispielsweise in einer Beziehung permanent schlechte Erfahrungen gemacht habe mit meinem Partner, der mir ewig um 3 Tage das Blaue vom Himmel verspricht und diese Versprechen dann aber nicht hält, dann kann er also auch zum 500. Mal ein Versprechen aussprechen und sagen, jetzt wirklich halte ich mich dran, jetzt funktioniert's. Und ich als Empfängerin dieses Versprechens werde sagen, ja, ja, das glaube ich, wenn es soweit ist. Das heißt also, im Prinzip dadurch, dass die Unglaubwürdigkeit schon im Raum steht, kann das Versprechen und der Sprechakt eigentlich gar keine wirkliche Wirkung mehr entfalten, weil der Gegenüber nimmt dieses Versprechen nicht an. Und daraus entstehen unter anderem 4 philosophische Probleme, die ich euch mal mit auf den Weg geben möchte, weil sie nämlich ganz interessant sind, auch das eigene Versprechensverhalten mal zu beobachten, beziehungsweise vielleicht auch vor dem Hintergrund bei eigenen Versprechen etwas vorsichtiger zu sein. Weil die Philosophie sagt, also das erste Problem, was wir beim Versprechen haben, ist die Frage des zukünftigen Verhaltens. Also wie kann es denn, so fragt die Philosophie, moralisch gerechtfertigt sein, jetzt verbindlich zu entscheiden, wie ich künftig handeln werde? Also wenn ich heute verspreche, beispielsweise nicht mehr fremd zu gehen, ja, kann ich das moralisch gerecht, also ist das moralisch gerechtfertigt? Kann ich denn überhaupt gewährleisten, dass ich das zukünftig nicht mehr mache? Vielleicht ja, vielleicht nein. Also die Philosophie sagt aber, naja, die Frage ist doch noch gar nicht geklärt, weil wir reden in der Gegenwart über etwas, was in der Zukunft gemacht werden soll. Und das kann ich nicht garantieren. Ich habe ja nicht mal ein Recht auf eine Garantie. Das heißt also, wir haben hier ein Zukunftsdilemma. Und die Philosophie fragt weiter, wie kann es denn moralisch gerechtfertigt sein, wenn ich denn dann in der Zukunft bin, mich dann immer noch an dem moralischen Versprechen auszurichten? Also beispielsweise fremdgehen. Ich sage, ne, ich werde zukünftig nicht mehr fremdgehen und das halte ich dann auch genau einmal durch. Bin ich dann schon in der Zukunft angelangt oder ist damit ein grundlegendes, ich mache es nie wieder bis an mein Lebensende? Wenn das im Versprechen nicht inkludiert ist, dann kann es sein, dass wenn ich mich einmal zusammengerissen habe, dann das zweite, dritte, vierte Mal, wo ich verführt werde, dass das gar keine Rolle mehr spielt, dass das im Versprechen gar nicht mehr inkludiert ist. Das heißt also, wenn ich in der Zukunft angelangt bin, welche Wirkung hat dann noch das Versprechen, was ich in der Vergangenheit gegeben habe? Ein moralisches Dilemma, weswegen es in Beziehungsfragen auch tatsächlich schwierig ist, wenn es um die Versprechen geht. Da muss man sich sehr klar drüber sein, was bedeutet das in jeglicher Konsequenz für beide Seiten. Dann das zweite Problem ist eine Frage der Magie. Und hier sagt die Philosophie, es ist ja schon ein bisschen seltsam. Wenn ich die Formel ausspreche, ich verspreche, dann ändert sich laut den Philosophen in diesem Moment die Moral der gedanklichen Welt. Also das bedeutet,
In dem Moment, wo ich die Formel Ich verspreche ausspreche, in dem Moment ist moralisch die Welt verändert, aber tatsächlich bin ich immer noch der gleiche Mensch. Die Situation, die Umwelt ist immer noch gleich. Das Einzige, was sich geändert hat, ist mein Versprechen. Und hier sagt die Philosophie, das grenzt ja schon an Magie, weil was vor dem Sprechakt nicht möglich gewollt oder gewünscht war, ist mit dem Sprechakt plötzlich möglich gewollt und gewünscht. Obwohl sich nichts geändert hat, außer dem Sprechakt. Außer das Versprechen steht jetzt im Raum. Und diese Frage der Magie, da fragt die Philosophie, wie ist das denn zu erklären? Und wie kann man damit umgehen? Insbesondere, wenn man Erfahrung mit Menschen hat, die schon mehrere Versprechen gebrochen haben. Die sind dieser Magie nämlich bewusst oder unbewusst eventuell auferlegen und haben irgendwann festgestellt, ne, macht ja gar keinen Sinn. Also beziehungsweise ich kann ja das Blaue vom Himmel versprechen. Ich bin ja nicht gebunden an mein Versprechen und ob ich mich jetzt moralisch gezwungen und verpflichtet fühle oder nicht, das ist ja eigentlich egal. Also wer ein geringes moralisches Bewusstsein hat, der wird sich an ein Versprechen auch tatsächlich nicht halten. Die dritte philosophische Problemstellung lautet, ein Versprechen ist immer auch eine Frage der Macht. Und die finde ich auch interessant, die Frage oder die Problemstellung, weil hier geht man nämlich davon aus, ein Versprechen ist eine willentliche Kreation, ein in die Zukunft gerichteter Sprechakt. Ich unterstelle dem anderen oder demjenigen, der ein Versprechen ausspricht, der weiß, was er tut. So, und das ist eine Kreation, insofern er versucht, einen Status quo zu verändern und sich und andere damit zu, eine Veränderung sozusagen hervorzurufen. Und damit sprechen wir dem Menschen, der ein Versprechen ausgibt, eine ziemliche Macht zu. Und die Philosophen, die sagen hier, naja, also wir wissen seit Nietzsche, Gott ist tot. Wir glauben vielleicht auch gar nicht mehr an göttliche Instanzen. Sie wurden ja auch nie wirklich bewiesen. Das heißt also, wie kann es sein, dass wir im Rest unseres Lebens völlig autonom und selbstbestimmt und mündig durch die Welt gehen, aber plötzlich gibt mir jemand ein Versprechen und alles ordnet sich diesem Versprechen unter. Das ist das Gleiche übrigens auch in der Politik. Also wenn die Politik Wahlversprechen macht, ja, dann ist die Wählerschaft nur zugeneigt, diese Versprechen als bare Münze zu nehmen. Aber die Politik muss nichts davon einhalten. Es ist ja völlig klar, wenn man sich den Begriff anguckt, ist eine Absichtserklärung. Es gibt keinerlei rechtliche Grundlagen, zu sagen, das ist euer Wahlversprechen, ihr habt euch nicht dran gehalten. Das ist seit Jahrhunderten halten sich Politikerinnen und Politiker nicht an ihre Wahlversprechen. Und trotzdem gibt man ihnen die Macht an der Stelle und glaubt ihnen, dass sie dann doch irgendwann zur Besinnung kommen, sich dem moralischen Konstrukt unterwerfen, die ein Versprechen eigentlich vorgibt. Also hier ist ganz klar, wie viel Macht haben die Akteure auf beiden Seiten des Versprechens. Und in dem Moment, wo die Wählerschaft den Versprechen der Politik uneingeschränkt glaubt, in dem Moment bekommt die Politik sehr viel Macht und die Wählerschaft unterwirft sich dieser Macht. Und das ist eigentlich in der Demokratie gar nicht notwendig, weil man kann natürlich auch die Politikerinnen und Politiker auf ihre Wahlversprechen hin letztendlich ansprechen und sie an der Stelle auch zur Verantwortung erziehen. Normalerweise geht in der Demokratie die Macht vom Volke aus und entsprechend müsste man hier an der Stelle auch ein Versprechen, ein Wahlversprechen betrachten. Dann das vierte Problem ist eine Frage der Schuld und dieses Problem, das finde ich persönlich auch ganz spannend, weil ich zumindest bisher nicht herausfinden konnte, woran das Problem oder wie das Problem begründet ist. Und hier ist nämlich die aus meiner Sicht auch sehr richtige Feststellung, dass wir im Regelfall, wenn wir noch ein moralisches Bewusstsein haben, dass wir im Regelfall viel stärker darunter leiden, wenn wir ein Versprechen nicht erfüllen,
als wenn wir jemandem nicht helfen. Also beispielsweise stellt euch vor, ihr versprecht bei einer Kollegin oder einem Kollegen im Rahmen eurer Tätigkeit, versprecht ihr, pass auf, ab sofort werde ich mir Zeit nehmen für dich, das verspreche ich dir, wann immer du ein Problem hast, komm zu mir. Das ist ein Versprechen. Auf dieses Versprechen kann sich die Kollegin oder der Kollege verlassen und kann das dann auch annehmen. Vorher war die Kollegin oder der Kollege aber auch vielleicht schon unter Druck und hatte unter Umständen Probleme und hätte Hilfe gebraucht. Aber vor meinem eigenen Versprechen habe ich diese Hilfe nicht gegeben oder ich habe sie ignoriert. Erst mit dem Versprechen kommt ein moralischer Druck, auch ein eigener moralischer Druck, dem ich mich dann verpflichtet fühle. Und das ist, so sagt die Philosophie, finde ich an der Stelle auch sogar zu Recht, das macht irgendwie keinen Sinn. Also warum fühlen wir uns durch ein Versprechen, was ja gar keinen Anspruch auf Erfüllung hat, trotz allem stärker gebunden als durch eine unterlassene Hilfeleistung, also wenn es nicht gerade im Rahmen eines Unfalls ist. Ja? Das heißt also, wir sind eher bereit, auch uns wegen eines gebrochenen Versprechens da kritisieren zu lassen. Aber wir wollen uns ungern von anderen vorwerfen lassen, dass wir ihnen nicht geholfen haben. Also da gibt es irgendwo schon eine moralische Unterscheidung. Und da ist die Frage, wo kommt die her? Ich persönlich kann die Frage nicht beantworten. Vielleicht habt ihr eine Idee und mögt es in den Kommentaren mal erklären oder eure Ideen dazu reinschreiben. Die Fragen, die sich daraus ergeben, ist, welche unausgesprochenen Schuldbeziehungen gehen wir denn generell durch ein Versprechen ein, auf beiden Seiten? Und laufen wir unter Umständen Gefahr, wenn wir Versprechen geben, dass wir dann einen neuen Regelfetischismus installieren? Also entstehen durch das Versprechen neue Regeln, neue Konstrukte, neue Rahmenbedingungen, denen wir uns freiwillig oder dann moralisch gezwungen unterwerfen? Also die Fragen, die kann man sich durchaus stellen. Und abschließend gibt es in Bezug auf das Versprechen durchaus auch noch persönliche Fragen und auch eine Reflexion, die, wenn ihr Lust habt, ihr machen könnt, wenn das nächste Versprechen bei euch ankommt oder ihr ein Versprechen geben wollt. Ein Versprechen emotionalisiert immer, also in allen Lebensbereichen, ob Wirtschaft, Politik oder im privaten Kontext. Wer etwas verspricht, der geht nicht nur eine Verbindlichkeit ein, sondern er schafft auch eine emotionale Grundlage, auf der wir dann miteinander arbeiten oder uns austauschen. Also fragt euch immer, was sind meine Emotionen in Bezug auf das gegebene Versprechen? Ein Versprechen weckt Erwartungen. Und da ist immer die Frage, was sind meine Erwartungen? Und sind die Erwartungen realistisch? Und können die überhaupt erfüllt werden? Also gerade, sag ich mal, im politischen Wahlversprechen muss man sich das immer fragen. Ist das realistisch, was die da wollen? Macht das Sinn? Ja, und können diese Erwartungen, die sie wecken können, kann die Partei oder kann die Politik insgesamt, kann die diese Erwartungen überhaupt erfüllen? Wenn ja, mit welchen Konsequenzen? Und will ich denn dann auch die Konsequenzen, die in diesem Versprechen liegen? Das müssen wir uns fragen als mündige Bürger. Dann ein Versprechen verändert immer, ne, weil es ein in die Zukunft gerichteter Sprechakt ist. Eine Absichtserklärung steht dahinter und immer auch der Wille, ein Status quo zu verändern. Insofern stellt euch immer die Frage, was ändert sich für mich ganz persönlich durch das Versprechen? Und will ich das überhaupt? Also wenn ich die mögliche Veränderung absehen kann, will ich die haben, ja oder nein? Wenn ich die nicht haben will, dann kann ich ein Versprechen auch ablehnen. Ein Versprechen ist keine Einbahnstraße. Also es kann zwar immer, es wird immer einseitig kommuniziert, also von einem einzelnen Menschen oder einer Gruppe oder einer Partei, aber es ist keine Einbahnstraße. Also ich kann den anderen Menschen oder die Gruppe oder die Partei schon an ihren Versprechen messen. Und das sollte ich auch tun. Und in dem Moment ist ein Versprechen keine Einbahnstraße mehr, sondern jetzt sind beide Seiten dran beteiligt, nämlich der, der verspricht und diejenigen, die das Versprechen annehmen oder auch nicht. Das heißt also, fragt euch bei einem Versprechen immer, wie kann ich denn das Versprechen, das mir gegeben wurde, mit Leben füllen und wie kann ich die Einhaltung unterstützen? Also
Lasse ich den, der was verspricht, lasse ich dem freien Lauf und vertraue blind darauf, dass derjenige macht? Oder sorge ich dafür, ihn immer mal wieder dran zu erinnern? Hör mal, das hast du doch versprochen. Oder auch in der Politik, hör mal, das habt ihr versprochen als Partei. Was ist denn nun dran an der ganzen Sache? Das heißt also, wir haben immer auch eine Gegenmacht, die auf dieses Versprechen einwirken kann. Und ein Versprechen birgt in sich natürlich auch immer eine Enttäuschung. Und hier könnt ihr euch die Frage stellen, was kann ich denn tun, um für mich die Enttäuschung zu vermeiden? Und eine Enttäuschung ist nichts anderes als das Platzen einer Illusionsblase. Und beim Versprechen oder die Gefahr eines Versprechens liegt immer in der Illusion begründet, dass nur derjenige allein für die Umsetzung verantwortlich ist, der das Versprechen gegeben hat. Also wir geben denjenigen, die versprechen, im Prinzip eine alleinige Herrschaft, eine alleinige Verfügungsgewalt und Macht über das Versprechen. Und das ist eine Illusion. Das stimmt so nicht. Sondern wir können den anderen Menschen immer an seinem Versprechen auch messen, weil es eben eine moralische Verpflichtung gibt, Versprechen einzulösen. Und werden die Versprechen nicht eingelöst, in dem Moment kann ich als derjenige oder diejenige, die das Versprechen bekommen hat, natürlich agieren und meine Konsequenzen ziehen. Also, das ist die Philosophie des Versprechens. Und ihr merkt, es ist ein ziemlich komplexes Thema. Ich habe es ja ein bisschen runtergebrochen, aber vielleicht hilft es euch, zukünftig Versprechen anders zu begegnen oder vielleicht auch mit einem anderen Bewusstsein selber Versprechen zu geben. In diesem Sinne, viel Spaß dabei. Ciao, ciao.